Ach, Fresse einen, Alter. Wie will man da gerade nicht nachladen? Ach, hinter uns. Wo denn? Ich komm nicht raus. Aua. Da. Komm her, ich messe mich, du Fuck. Fick dich. So ein dummes Scheißkind. Du bist so ein dummes Scheißkind. Oh Gott, Alter, das ist doch kacke. Karake. Lol. Aber ich würde mich voll abfacken, wenn ich 2 Minuten, ne, irgendwie... Los, wir müssen weiter. Verstehe ich das nicht. Weil immer wenn die dann eine bessere Zeit haben als wir, dann müssen die ja auf schwer spielen. Und dann müssten wir ja die Besten in normal sein, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Mhm. Oh, hallo, okay? Fiona. Ja, ich bin okay, ja. Der führt zur Basis. Meinst du, da ist Salem hin? Ich an seiner Stelle wäre da. Weil die Charaktere spiegeln sich anscheinend so ein bisschen wieder, ne? Was? Salem Bravo und Rias Alpha. Ich hab das unbestimmt. Tun sie auch. Bloß gab es beim ersten keine Tosse, die mir auf den Sack gegangen ist. Lieber auf den Sack als. Ne? Ja, auf den Arsch, ich weiß. Und mein Wächter hatte seine Waffe nicht entsichert, bevor ich ihn im Würgegriff hatte. Verdammt. Oh mein. Okay. Das ist nicht gut. Haltet die Augen offen nach Salem. Gebt euer Bestes, ihn auszuliefern. Lebend. Naja. Salem könnt ihr haben. Von wegen Bautista hier. Die Mission ist Salem, Fiona. Tut mir leid. Meine Mission ist Bautista. Willst du mich aufhalten? Ja, gerne. Und der Kopfnuss? Wir werden bei dir sein, wenn es soweit ist. Seid ihr fertig? Wir haben was. Ich wollte gerade sagen, hört auf hier rumzuschwulen und lasst uns eigentlich diese Penner killen. Ihr zwei Zicken! Meine Fresse. Mann, die Bude ist echt. Ready, steady, Waffe wechseln. Seid leise und geht weiter. Go! Boom! LOL! Nice. LOL! LOL! Die kommt von überall! Ja, ob wir teure Vasen kaputt machen. Pass oben von oben auf, ne? Den Daub ganz gerne. Das kann auch das. Ich schmeiß grad Granaten von oben. Okay, leck mich. LOL! Leck mich, Freunde! Ich geh nach Hause! Ja. Scheiße, Alter. Auch schlafen wir vielleicht. Boah, Alter, ich krieg von überall einen drauf. Wo? Nee, das ist Fiona. Wo denn? Super, mega, awesome, mega Penis Slow Motion. Irgendwie so, wa? Erstmal einfach drauf schießt, weil das mit der Pumpgun so geil geht, ey. Mama sagt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Man weiß nie, was man kriegt. Bist du sicher? Hm. Ganz sicher? Echt? Ich hab die nie gesehen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Oh, Alter, ich laufe hier genau in den Spawn-Nest rein. Ich geh Treppe rauf, ich geh Treppe runter. Bleib bloß liegen! Oh. Hast du frei? Nee, ne? Nee, dann bin ich auch schon. Oh, ja, Sigi, Junge. Jo. Ach, das ist einer mit dem Schild. Ja. Ja, ich bin down. Kann ich nichts machen. Hey, Nas! Das läuft doch weg! Ohne Spaß jetzt mal. Nee, ohne Spaß jetzt mal. Alter, das war alles weg und ich bin einfach die Treppe rauf. Bin ich genau in den Spawn. Dann sag doch Bescheid, komm, lass nach oben gehen. Ich weiß, dass du eher der Einzelgänger bist. Ja, aber natürlich. Hier müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen. Du siehst ja, wie viel Schaden die uns machen. Joa. Ich bin nur ins Spawn reingelaufen, sonst hätten die mich gar nicht gekriegt, weil da kam noch ein Dicker mit raus. Schlimm genug. Ah, mein Rücken. Das ist so ätzend. Kann man echt nicht angehen.
noch laut. Da kommt gleich einer von vorne, ey. Ist down. Na komm. Ach ja, teure Vasen kaputt machen. Ja. Auf jeden Fall sehen die teuer aus. Alle Vasen, die scheiße aussehen, die sind meistens teuer. Ist doch Vasen nicht lustig? Oh, keine Ahnung. Pins sind oder so. Wow, pinke Vasen. Ja. Fuck. Splittergranate! Das war deins. Irgendjemand hat eine SMS geschrieben. Nee, WhatsApp. Das Skype klingt anders da. Ein Scharfschütze, in Deckung! Ich glaub, das ist. Hallo Fiona. Hey Jungs, wir haben Schilde! Das ist mir gerade scheißegal. Oh Peter, Hilfe. Boah, aua. Das war jetzt ein Fehler, dass du das auch angemacht hast. Nein. So, oben. Ja, aber. Falls einer wie von uns gleich wieder voll im Arsch ist. Ne. Wir müssen auch eher auf die Gesundheit des anderen ein bisschen mit achten. Aua. Aua. Ja, wo denn? Würde. Oh, ja, natürlich. Der kommt geht natürlich nicht kaputt. Verarschen. Der wird wie ein Mädchen. Mann! Oh. Bam! Getroffen. Los, rüber zu der Tür. Alles klar, wir brechen sie gemeinsam auf. Okay. Fiona! Eine scheiß Tür, ja, verstanden. So. Die da. Die ist super Autista. Oh, schlag ihn die Waffe aus der Hand. Auf frischer Tat erzerrt. Keine Bewegung, Arschloch. Ich hätte ihn ins Gesicht getreten. Herrlich. Herrlich. Wir haben ihn, Fiona. Fessel ihn. Dann suchen wir Salem. Du lässt ihn, die Frau lässt ihn fesseln. Fiona, du solltest ihn leben. Mann, lass ihn. Du weißt, was er tut. Ja. Hab ich deinen armen Papi getötet. Tut mir komm, jetzt jag ihn eine Kugel in den Kopf. Ja. Ich würde ihn erstmal in die Spritze. Du weißt, was du getan hast. Mich entführt. Ah, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich schwöre dir. Nein. Fiona, bitte. Fiona? Es geht auch wieder schief. Grafikbug. Viele Kinder entführt. Schallose Jungen und Mädchen haben Waffen auf mich gerichtet und mir immer wieder mit Rache gedreht. Och, jetzt jagt ihn doch, so wie die Zitter, die drückt doch nie im Leben ab. Du bist mir scheißegal. Fiona, wir müssen hier weg. Du hast den Tod verdient. Ich sag dir, Salem tötet die gleich. Fiona, lass es einfach. Nein. Du hast ihn doch. Er ist unbewaffnet. Wir finden Salem, nehmen beide mit und liefern sie aus. Du musst nicht... Danke. Sehr schön, Mädchen. Das war richtig. Wurde auch Zeit. Schon viel zu lange gezögert. Also ich hab gedacht, Salem hat sie jetzt voll erwischt. Da brauchst du gar nicht gucken, ob der lädt, Alter. Der hat ein Loch im Kopf. Ja. Typisch du halt. Fürs Protokoll. Ja, weißt du. Also, wo ist jetzt die Blutlache, ja? Die ist auf einmal da gewesen. Auf so. Nee, die ist hat sich ausgebreitet. Echt? Ja. Ich hab immer an dich geglaubt. Zwischendurch war es ein bisschen holprig, aber spannend war es auf jeden Fall. Das war alles ein Plan. Du hast das geplant! Ich hätte es jederzeit selbst tun können, aber ich wollte es dir überlassen. Schien einfach besser aus. Du Bastard! Ihr solltet lieber in Deckung gehen. Eine kleine Armee ist unterwegs zu euch und was ihr ihrem Boss angetan habt, wird ihnen nicht schmecken. Fiona, wir brauchen dich. Wir werden es gleich brenzeln.
toll. Scheiße, Mann. Und dann große Tür. Ja. Natürlich. Komm mal, Schild. Großer. Ja. Wo? Ah, der so stark gepanzert war. Nicht pennen, weitergehen! LOL. Da sowas eine, geht. Vor allem eine kleine Armee ist zwar nicht unterwegs. Ja, das ist ja im Prinzip nur der Vorschub. Da kommt dann noch Nachschub rein. Worauf ich hab nen Schild. Wir müssen den Weg zum Boden freiräumen. Blockier sie, die haben mich im Visier. Ich geb dir Deckung. Meatshield Level over 9000. LOL! Jetzt hab ich das Schild abgelegt, warum? Ist das kaputt? Ja, ist kaputt, LOL. Toll. Dachte ich auch gerade. Haltet den Brunnen! Okay! LOL, das ist doch einfach mal ein Messer an, wa? Da ist ein Typ hinter dir! So, die Täter, schnell! Typ hinter mir, oh. Mach dein L, mach dein L! Ach so, da ist so ein Typ hinter mir. So bleibt nicht mehr, wenn ein Vetter ist. Der ist down. Bitch, please, Junge. Noch nachladen, ist da noch einer? Das sind ja noch welche. Wo kommt, Digga? Peter, Hilfe. Oh, ich schieße daneben. Granate kommt! Wir müssen zum Ende des Ganges. Los! Puff, rechts! Noch rechts auf links. Jawohl, nachahmen. Schild. Du lässt mal schön Fiona in Ruhe, Junge. Ja. Erstmal nachladen. Wo ist denn? Lol. Mich setzen in die Luft, die Augen. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, weil sie guckt immer noch in die Richtung, deswegen dachte ich, da wären noch Feinde. Nee. Deswegen habe ich da ein paar Granaten rübergeworfen. Die eine hat mich jetzt selbst in die Luft gejagt. Ich habe schon mal gesagt, ich kann so gut Banne werfen. Ich habe mal in den Raum reingeworfen und die Granate ist zurückgekommen. So schön. Geil kann ich Banne werfen. Ich habe auch schon mal so schöne Bande, so schöne Kills gemacht durch Bande. Und die schönsten waren nämlich mein Eigenkill. Ja. Schmeiße ich in den Raum rein, dass die Granate prallt, an der Decke abknackt gegen den Boden und Kula zu mir zurück. Darum das, und der Raum war riesengroß. Da dachte ich mir, das kann nicht angehen, Alter. Darum spiele ich immer mit Semtex. Deswegen, dachte ich echt, das kann nicht angehen. Ja, mit Semtex kann ja jeder killen. Das ist ja nicht so schwer. Klette? Also Klette habe ich meistens, muss ich echt sagen. Kann's losgehen. Oh yeah! Badass Motherfucker! Hat er mir jetzt den Kopf geschossen? Ich weiß nicht. Nee, der hat mir nur einen Streifschuss auf was die Pussy. Eine schöne Maske, Alter, wenn dein Kopf. Pff, ich warne dich, ich knall auf die Tussi einfach durch, ist mir scheißegal. Verdammt richtig. Hier geht's nur um uns beide. Du hast mich für sie verletzt. Oh, dem fehlt ein Bein. Ich hab's gemerkt. Du bist okay. Ein bisschen abgefahren. Genug. Ich könnte schießen. Du hast mich aufgegeben. Ich habe mein Leben für dich riskiert, eine Kugel abgefangen, weil du Shanghai retten wolltest. Du weißt, ich... Weggeworfen hast du mich. Weggeworfen. Ich stand einem Kartell gegenüber, ganz alleine. Alles wegen dieser... Nein! Kleinen... Sailor! Schlampe. Nein!